Was, wie, wann, warum? Jenny will's wissen. Das musst du alles können. Schau mal. Wirklich? Ich muss es auch aufheben können, sonst bestehe ich die Prüfung nicht. Wenn er nicht richtig arbeitet, schaut er so aus. Na, das musst du nur üben. Ich will heute wissen, wie Kfz-Techniker und Technikerinnen fit gemacht werden für Elektromobilität und die Zukunft. Der ÖMDC schult regelmäßig seine Mitarbeiter an Elektrofahrzeugen und deren Technik und bildet sie zu Hochvolttechnikern der höchsten Stufe, der HV3, aus. Und damit ich heute mitarbeiten kann, gehen wir einfach davon aus, ich wäre eine ausgebildete Kfz-Technikerin. Christian, du bist der Hochvolttechniker der höchsten Stufe und leitest die Schulungen. Was macht ihr da für Inhalte durch? Wie ist die Schulung aufgebaut? Also insgesamt dauert die Schulung 4 Tage. Beinhaltet natürlich die teilelektrischen sowie auch die elektrischen Antriebe, das heißt Hybrid, Plug-in-Hybrid, vollelektrisch, aber auch Wasserstoff. Die Zukunft ist die Elektromobilität und unsere Techniker müssen natürlich auch auf diesen Themen geschult sein und um sicher zu arbeiten auf diesen Fahrzeugen. Es ist auch wichtig für unsere Bahnfahrer. Sie dürfen dann natürlich auch auf der Straße dementsprechend die Beurteilung von einem Fahrzeug, das zum Beispiel verunfallt ist, durchführen, spannungsfreischalten und dann kann er auch einschätzen, ob das Elektrofahrzeug transportfähig ist und für das braucht er natürlich auch die HV3-Ausbildung. Patrick, du bist der Kfz-Techniker hier am Stützpunkt. Was motiviert dich, die Schulung zu machen? Das Skript ist ja ganz schön dick und für mich klingt es schon gefährlich, an Hochvoltsystemen zu arbeiten. Hast du gar keine Angst? Ich habe mich jetzt freiwillig für die HV3-Schulung gemeldet, weil mich eben neue Technologien, Elektromobilität, dadurch, dass das sehr voranschreitet, sehr interessiert. Deshalb will ich mich da auf jeden Fall auch weiterbilden. Angst selber habe ich keine, weil wenn man die ganze Schutzausrüstung hat, dann kann eigentlich so gut wie nichts passieren. Und kannst du mir jetzt schon verraten, wo ich hingreifen darf und wo nicht? Ist das irgendwie gekennzeichnet? Ich weiß, wo ich hingreifen darf. Also die Kabel sind alle orange und die Hochvoltkomponenten selber sind alle mit Aufklebern gekennzeichnet. Dann legen wir los. Bin gespannt. Im 2-tägigen HV2-Kurs werden die theoretischen Grundlagen vermittelt. Und es geht darum, die Bauteile von Elektrofahrzeugen, reinen Hybridfahrzeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen, also Wasserstoffautos, kennenzulernen. Das muss ich alles lesen können, wenn ich die HV3-Zertifizierung will? Jeder Kfz-Techniker muss einen Schaltplan lesen können. Und das ist ein Schaltplan von einem Hybridfahrzeug. Und das vom Elektrofahrzeug ist jetzt noch größer als die vom Hybrid? Selbstverständlich. Patrick, du tust mir leid. Mit der HV3-Ausbildung dürfen ÖAMDC-Techniker dann an Hochvoltfahrzeugen und verunfallten Elektrofahrzeugen unter Spannung arbeiten. So, ich gebe das weiter in die Mitte, wo es hingehört. Okay. Danke, Patrick. Was habe ich da für ein Verhüteli? Das ist ein Batterieschutz als Schutzmaßnahme für die ganzen Anschlüsse, das eben nicht leitend ist. Sitzt die Theorie, wird Schritt für Schritt durchgegangen, wie man das gesamte Hochvoltsystem des Elektroautos abschaltet. Dafür müssen Patrick und ich diverse Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Was macht ihr da? Warum bläst du in die Handschuhe rein? Den tut man aufblasen und schauen, ob er dicht ist, ob er feine Risse hat oder irgendwas dergleichen, dass, wenn wir jetzt gleich im Hochvoltsystem arbeiten, dass da nichts passieren kann. Na, das geht gar nicht. Dann drehst du es ein-, zweimal ein, dann einfach zuhalten. Gut, also er ist doch dicht. Das Elektroauto spannungsfrei zu schalten, dürfen Patrick und ich bereits im ersten Teil des Kurses zum Hochvolttechniker. Ich hasse Ratschen. Das geht trotzdem nicht. Kann ich so machen. Es scheitert schon dran, dass ich überhaupt die Schutzplatte abbringe. Ah, so schaut das aus. Und was ist das? Er ist der Pilotkontakt. Patrick, warum haben das die Hersteller eingebaut? Pilotkontakt ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme vom Hersteller, dass eben dieser Kontakt, wenn das getrennt wird, sofort das Auto spannungsfrei schaltet. Das heißt, in dem Moment ist es jetzt schon spannungsfrei. Das heißt, ich kann jetzt hingreifen. Mach ich nicht. Nein. Nein! Das darfst du nicht. Wir haben noch nicht gemessen. Sicherheit steht an erster Stelle. Als letzten Schritt überprüft Kfz-Techniker Patrick nochmal, ob die Spannung auch tatsächlich 0 Volt beträgt.
Gut, den ersten Teil vom Kurs zum Hochvolttechniker habe ich schon mal gut überstanden, aber um die höchste Ausbildungsstufe zu erlangen, nämlich die HV3, wird es jetzt ernst. Patrick und ich müssen eine Batterie ausbauen und an ihr auch Messungen machen. Das seht ihr im nächsten Jenny Wills Wissen Video.